Hallo, ich bin Sandra. Weil Sascha gestern mit Gammelzahn-Gabi rumgemacht hat, suche ich mir heute auch einen anderen Typen. Und zwar hier beim Blind Date. Los geht's! Dein Haar, wellig lang, verweht im Winde. Ich hab kurze Haare. Möchte Liebe machen mit dir, bis aus dir schlüpft ein Kinde. Ein Perverser! Security! Ich liebe dich. Und das meine ich nicht ironisch. Nee, sorry Typ, du bist mir echt zu komisch. Next! Und was hast du so zu bieten? Gold, Ländereien? Ich übernehme bei dem Bauernhof von meinem Vater, Jan. Okay. Wollen wir einen Korn haben oder was, Jan? Was haben? Noch mal einen Lütten Korn haben, Jan. Nee, danke, ich gendere nicht. Was gender, Jan? Und sportmäßig machst du da irgendwas? HSV! Hallo? Ja, hi Estefania, ich bin's, Mama. Wo bist du? Ich bin Nägel machen. Wie, du bist Nägel machen? Ja, ich bin Nägel machen. Wo bist du denn Nägel machen, Kind? Im Nagelstudio. Estefania, wenn du nachher nach Hause kommst, dann hau ich dir Nagel in die Stirn rein. Wenn du bei McDonald's am Scheitern bist, ne, muss man aus Spaß sagen, einen Cheeseburger ohne Käse bitte. Das ist dann ja eigentlich ein Hamburger, aber du sagst Cheeseburger ohne Käse bitte, das finden die am Schalter immer voll lustig. Meine Freundin und ich lachen auch immer voll drüber. Ich habe übrigens noch eine Freundin, mit der müsste ich noch Schluss machen. Wow, du bist wirklich so der allererste Typ, der mir auch von der optischen Geilheit richtig gefällt. So richtig perfekt so, ey. Ja, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Ja, mein Name ist Thorsten, ich bin 22 Jahre alt, komme aus Seibenstadt, das ist in der Nähe von Stuttgart. Hobbymäßig bin ich sehr vielseitig unterwegs, ich mache gerne Bungee-Dumping. Bungee-Dumping ist wirklich das absolute Hobby von mir. Weißt du, das Tolle, wenn du mit einem Hellseher zusammen bist, ist, dass ich jeden Wunsch dir von deinen Lippen ablesen kann. Du musst es nicht mal aussprechen. Ich glaube an sowas nicht. Ich wusste, dass du das sagst. Ich wusste, dass du das tun würdest. Wenn du wusstest, dass ich gegen dein Schienbein trete, warum hast du da nicht weggezogen? Ich gebe mit meinen unglaublichen Fähigkeiten nicht so gerne an. Musst du jetzt aber, sonst glaube ich dir nicht. Los, lies meine Gedanken. Nein. Lies meine Gedanken, los. Ich denke an etwas sehr, sehr Kompliziertes. Los. Na gut. Du stellst dir gerade vor, wie ich dich mit Schmelzkäse einreibe. Und dir danach mit dem Käse... Stopp! Du hast gesehen, wie... Ja! Und, du bist wirklich sicher, dass du nichts essen willst? Die haben bestimmt auch was Vegetarisches hier, wenn du kein Fleisch isst. Ja, ich drück dann mal, ne? Hallo, ich bin Moriane. Tut mir leid, ich stehe nicht auf alte Frauen. Ich wollte nur die Gelegenheit nutzen, ein bisschen Werbung zu machen für unsere neue Herbst-Winter-Kollektion. Sehr gut, gehe ich kurz meine Blase entleeren. Man kann nie früh genug anfangen, Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Zum Beispiel den Helga Moriane Weihnachtskalender mit Schoki drin, kenn ich nicht. Oder ganz auch neu hier, die Helga und Moriane Mützen bei dem Shop erhältlich. Alles klar, das reicht. Tschüss. Ey, jetzt mal Real Talk, ne? Ey, kann das sein, dass du ein Arzt bist? Wie kommst du darauf? Du riechst nach Desinfektionsmittel. Klar. Ja, das verrät mich manchmal ein bisschen. Aber voll geil, ey. Stell mal vor, ich hab dich als Freund, ey. Kannst mich jeden Morgen immer krank schreiben für die Schule. Du gehst noch zur Schule? Ja, seit 5 Jahren hänge ich in der 3. Klasse fest. Aber voll geil, ey. Dann kannst du mich ja immer untersuchen. Ich wurde schon so viel untersucht in meinem Leben von verschiedenen Ärzten und Psychologen und so. Die haben alle nichts gefunden. Die wissen nicht, was mit mir los ist. Wenn du das machst, dann kannst du... Sandra, es ist Unterricht. Wieso bist du nicht in der Schule? Was soll das? So wirst du niemals deinen Abschluss schaffen. Du hast hier nichts zu suchen. Wir haben heute... Jedes Mal das Gleiche. Ich bestell was und im Internet steht dann versendet. So, dann warte ich. Guck ich, ist das Paket beim Nachbarn? Was soll das beim Nachbarn? Ich bin zu Hause. Der hätte einfach klingeln können. Ich verstehe es nicht. Wieso erzählst du mir das? Naja, du arbeitest doch bei... Nein. Ich trage das Outfit nur, weil ich es schick finde. Du trägst das Postoutfit nur, weil du es schick findest? Ja, eigentlich arbeite ich auf dem Jahrmarkt. Beweis es mir. Okay, let's go.